Also, wir haben jetzt eben ein bisschen im Verzug mit dem Programm, gebe ich zu. Im Alter kommt ein bisschen die Gemütlichkeit. Sie können einfach gemütlich jetzt noch ein bisschen weiter trinken. Das Essen wird, also die Teller werden abgeräumt. Es kommt noch ein Dessert. Sie können noch Kaffee haben. Und ich werde Ihnen zur allgemeinen Unterhaltung noch eben sagen, was als nächstes bei Paldigi so läuft. Also, machen Sie einfach ruhig weiter und beachten Sie mich nicht. Nein, wir haben spannende Anlässe. Einerseits mal ein Open Source Education Day, Open Education Day im April. Das findet schon relativ bald mal statt, wo auch immer wieder Politiker dabei sind an dem Anlass von CAOpen. Dann haben wir den Richard Stallman, eine Koryphäe aus der Free Software Bewegung, kommt nach Bern am 9. April. Wir haben weiter geplant ein sehr interessantes Open Hearing. Das wurde gerade gestern bestätigt, dass wir am 5. Juni uns im Bundeshaus treffen werden, um die ganze Medienpolitik etwas genauer anzuschauen. Da gibt es ja verschiedene spannende Verwerfungen zwischen der Verlagshäuser und der Google und Leistungsschutzrecht und Urheberrecht. Sie kennen das aus der Tagespresse. Das werden wir dort anschauen, falls es noch aktuell ist. Und sonst finden wir ein anderes spannendes Thema rund um die Medienpolitik. Und dann gibt es einen Digitaltag im September und dazu als Auftakt am 19. Juni einen Mittagsanlass zusammen mit Digital Switzerland, wo wir wiederum ein spannendes Podium haben, dieses Mal dann zu künstlicher Intelligenz, ein weiteres spannendes Hype-Thema in der ICT-Szene und mit spannenden Rednerinnen und Rednern aus der ganzen Schweiz. Also das wäre der 19. Juni am Nachmittag und am Abend, wie gesagt, Edith hat schon angekündigt, unser 10-Jahres-Jubiläum von Paldigi. Man glaubt es kaum, wir werden im Erlacherhof, genau, das ist der Sitz des Stadtpräsidenten von Bern sein. Alec von Graffenier war auch eines der Gründungsmitglieder. Wir haben außerdem die Ehre des Bundespräsidenten, der uns begrüßen wird. Und wir werden eine Rede halten über die Digitalisierung in der Schweiz aus Sicht von Andreas Mayer. Außerdem werden wir die Paldigi Champions lancieren. Paldigi Champions ist ein spannendes Tool oder eine Plattform, die wir schaffen für National- und Ständeratskandidierende, wo sie sich quasi als bisherige oder auch als neue Kandidierer, wenn sie schon etwas rund um die digitale Nachhaltigkeit geleistet haben, eben auftreten dürfen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Wir haben dann eine Liste von verschiedenen Kantonen mit Leuten wie die Judith Ortiz oder Diana Burton oder die Edith Graf-Litscher beispielsweise. Die hat schon viel gemacht eben für Paldigi, hat sich eben engagiert mit verschiedenen Vorstößen und im Smart Spider. Dann gibt es eben dann eine persönliche Website und so möchten wir genau diesen Leuten helfen, die Wahl zu gewinnen, die sich eben auch für unsere Open Data, Open Source Themen einsetzen. Das war die Verabschiedung. Ich mache noch schnell, es war schon fertig. Also gut, die Verabschiedung, glaube ich, hatten wir schon halbwegs gehört. Ich mache das sonst, Edith, ist das okay für dich? Wie gesagt, wir genießen jetzt noch den Abend, die noch da sein können und verbleiben dann mit hoffnungsvollen Grüßen, damit Sie wieder im Sommer dabei sind. Besten Dank und noch schönen Abend.